Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing oder kein richtiges Unboxing, sondern ein kleines, was weiß ich. Ich habe ja schon mal die Luigi A-Karte mit einer eShop-Karte hier angeboxt, in Anführungszeichen, ist ja nicht wirklich ein Unboxing. Und jetzt habe ich im GameStop bei mir plötzlich doch in einem komplett anderen Ort, wo ich gar nicht wusste, dass es eShop-Karten gibt, die Mario A-Karte entdeckt und habe mir gedacht, weil ich mir schon lange die Spielbus Milobi spiele, die neuesten holen wollte, also Mi Börse, Mi Ninjas, Mi Kantine und Mi Expedition. Mi Autorennen habe ich gratis holen können, war auch eine bessere Entscheidung. Mi Börse soll scheiße sein auf jeden Fall. Oh, sorry für den kleinen Cut. Meine Kamera hat plötzlich aufgehört zu filmen, weil ich immer wieder vergesse, die alten Dateien zu löschen und meine SD-Karte nicht immer zu viel Platz hat. Ja, auf jeden Fall öffnen wir jetzt hier die Photoswift Mario A-Karte mit der eShop-Karte hier natürlich. Ist so ein bisschen halb-halb. Ich finde es zwar nice, dass man sie gratis kriegt, aber es ist auch mehr ein Kaufgrund, dass ich mich dann wirklich entscheide, die Spiele, die ich schon immer will, bei im eShop-Ding auch für das hier zu kriegen. Ich denke mal, das wissen sie auch, dass die Fans vielleicht das auch wollen. Naja, ich habe die auch früher bei so einem japanischen Video gesehen auf so Game-Explain und dann fand ich die immer so cool, wollte die immer sammeln, aber habe nie welche gefunden, weil es die nicht in Deutschland gab. Die Software habe ich ja schon und deshalb würde ich einfach mal sagen, ich tue mal die Karte jetzt mal abmachen. Hinten dran ist auch wieder ein Fragezeichen-Ding. Hier hinten ist der Download-Code für Photos with Mario. Wenn den irgendjemand haben will oder ich ihn nicht an meine Geschwister vergebe, weil zwei haben dort auch ein 3DS, dann kann ja irgendjemand von euch, wenn er Bock hat, in die Kommentare schreiben, dass er den will oder sowas. Ich würde es euch schenken. Ihr könnt dann die Karten ja ausdrucken, wenn ihr keine habt. Ja, wenn natürlich irgendjemand das überhaupt sieht. Naja, fände ich ganz... würde ich auf jeden Fall machen. Fände ich ganz cool. So, hier ist Mario und ich kann mal schnell Luigi holen. So, ich habe Luigi auch noch in seiner Karte hier behalten, also die 15er und die 25er habe ich. Ich weiß nicht, ob ich mir die 50er hole, weil, naja, ich habe keinen Anlass dafür. So, hier ist Luigi, er ist die Nummer 4, komischerweise. Ich glaube, Mario ist die 1, also okay, das ist eigentlich klar. Mario ist hier die Nummer 1, dann war, glaube ich, die Nummer 2 irgendwie Peach, dann kam der Goomba. Das war so nach der Sortierung, wie es in Japan und in Amerika rauskam. Und dann kam erst Luigi in der zweiten Wave und ich glaube, Bowser ist sogar Nummer 6 und der Koopa ist Nummer 5, ich bin mir nicht sicher. Bowser, Koopa und Dings da, Goomba werden hier eh nicht rauskommen, denke ich. Ah doch, Bowser, aber Peach nicht, meine ich. So, hier sind die zwei Karten. Ich tue sie mal hier so ein bisschen anlehnen. Denn, ja, ich werde mal ein bisschen probieren, mit meinem 3DS dort jetzt schnell das einzuscannen. Hier, Photos with Mario, habe ich ja auch schon. Ich nenne es immer Photos with Super Mario. Ich war gerade auf Street Pass, weil ich gleich dann noch die Folge aufnehme, von denen, die ich heute getroffen habe, als ich beim GameStop war. So, wieder Photos with Mario. Oh, das ist zu nah. Muss... So. Aufstehen. Ah ja, ich muss die R-Taste drücken, dann kann ich gleich mal runter... Die Kamera runternehmen. So, beide gehen raus. Oh Gott, das ist so schlimm für mich zu filmen. So, ich kann sie natürlich nehmen. Aber sie freuen sich natürlich, dass sie beide jetzt sich haben. So, ich werde es mal lassen. Das ist etwas schwer für mich zu filmen, deswegen werde ich das lassen. Wenn ich eine Capture hätte, dann würde ich das natürlich jetzt machen. Wird vielleicht auch ein ausführlicheres Video auch zu Animal Crossing, Fotos with Animal Crossing machen. Keine Ahnung, weil ich habe da alle Karten, alle drei war und nicht sehr schwer zu sammeln, gab es bei uns im McDonald's. So, das war es auf jeden Fall jetzt hier von diesem kleinen Kartendings da updatieren. Ist natürlich, davon hole ich mir jetzt die Street Pass Spiele. Downloade ich schnell, auch in einem Video wahrscheinlich. Also war es das jetzt, obwohl ich downloade das nicht in ein Video, das wird zu lange dauern, ich habe keinen Speicherplatz. Bis zum nächsten Mal, wenn ich irgendwas wieder unboxe und ciao.